Servus, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute will ich mich mal ein bisschen mit der Rio in die Gewässer wagen. Das ist ein, wie man sieht hier, Flugzeugträger bei den Japanern, Stufe 5, Rang 5 sage ich mal, Stufe 5 ist dasselbe. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Ich habe hier insgesamt je zwei Torpedo- und Bomber-Geschwader, Torpedobomber und Marinebomber-Geschwader und ja, noch ein Jägergeschwader. Und dazu, ja, kommt noch, dass ich halt 28 Knoten fahre. Die Sekundärbewaffnung werde ich jetzt nicht großartig erwähnen, weil die normalerweise selten in Gebrauch ist. Dann so nah kommt eigentlich nie einer zu mir, weil die ja schon 25 km Entfernung schießen können. So, was ich jetzt dazu sagen muss, ist, das Ding ist weitestgehend modifiziert. Ich glaube, fertig modifiziert habe ich es. Und es ist eigentlich ein ziemlich schlechter Flugzeugträger. Obwohl, der Flugzeugträger an seiner Konstruktion ist vielleicht gut, keine Ahnung, aber die Flugzeuge sind echt mies. Die Geschwader bestehen dann nur aus je vier Flugzeugen. Und das Problem ist, die sind ultra schwach, also auch die Jäger. Ich hatte auch schon drei Jäger drin. Ich hatte ja die andere Modifikation ausprobiert mit drei Jagdgeschwadern und je nur ein Torpedo- und einem Bombergeschwader. Und selbst diese drei Geschwader wurden von einem gegnerischen Independence-Geschwader, von einem Jagdgeschwader, komplett zerfetzt. Alle drei Geschwader. Sie sind super schlecht. Und auch wenn er einen die Flak angreift und so, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Rudel hinfliege und so, die Flak schießt ja fast alles runter. Ist natürlich klar, man fliegt nicht in einen Mob rein, wo irgendwie fünf Schiffe sind, weil ist klar, bei der ganzen Flak, dass man da fast alles verliert. Darum geht's ja auch nicht, das meine ich nicht. Aber wenn ich ein Schiff angreife und so, verliere ich so ungefähr drei, vier Flugzeuge. Das kann schon mal vorkommen. Je nachdem natürlich, was für ein Schiff das ist und so. Und wenn ich jetzt schon sehe, hier Rang 8 Gegner, das wird echt heftig. Da ist schon wieder eine Independence dabei. Und ja, was soll ich sagen? Ist schon ein bisschen frustrierend. Deswegen muss ich mit den Dingern echt im Rudel fliegen. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und die Jäger, die benutze ich meistens nur zum Aufhalten. Also die Jäger gegen andere Jäger einzusetzen, ist eigentlich lächerlich, das ist nutzlos. Ja, wenn man Glück hat, ja, höchstens jemand, welche verfolgen, andere Torpedobomber oder so, und hoffen, dass die Jäger nicht in der Nähe sind. Weil ansonsten, ja, hat man eigentlich keine Chance. Und das ist das Problem. Was ich auch blöd finde, ist, und das muss ich dazu sagen, ich bin, Entschuldigung, nicht so der Riesenfan von Steel Ocean. Ich spiele es ab und zu mal, habe jetzt noch ein paar Videos wieder gemacht, aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir der Kick bei Steel Ocean. Aber was ich da vorteilhaft finde, ist, dass die Jäger irgendwann oder generell die Flugzeuge, wenn sie zu lange in der Luft sind, so nach 2 Minuten oder so, kehren sie automatisch zurück, weil der Treibstoff ausgeht. Das muss man ja sozusagen verstehen im Zeitraffer. Man muss das ja im Zeitraffer sehen. Das fehlt mir hier irgendwie. Weil ich finde es teilweise schon lächerlich, wenn drei, vier, fünf Jagdgeschwader, sagen wir, wenn jetzt zwei gegnerische Flugzeuge sind, ununterbrochen in der Luft sind. Und nun, nicht jeder will mit Jägern reingehen, weil sich halt manche lieber darauf spezialisieren, nur mit, ich sag mal, Angriffsflugzeugen, Torpedobomber und dergleichen reinzugehen. Ich meine, sonst müsste man diese Modifikation ja nicht dazufügen. Oder, also ich finde es irgendwie unsinnig. Deswegen würde ich es halt auch besser finden, wenn die Jäger automatisch irgendwann zurückkehren oder die Flugzeuge generell zurückkehren müssen wegen Treibstoffmangel. So, ich habe hier wieder barbarische Ladezeiten. Ich weiß nicht, das ist erst seit dem Patch, ohne Quatsch. Seit dem Patch habe ich hier Ladezeiten von hier bis Himalaya. Also das ist einfach lächerlich. Irgendwie. Und ich weiß auch nicht, wie lange das noch anhält. Und ich hoffe natürlich, dass dieses bald behoben wird. Und ich bin aber nicht der Einzige, wie man sieht. Jemand meinte, ja, ich muss die Grafik runterschrauben. Das hat gar nichts mit der Grafik zu tun, weil das Spiel so läuft ganz normal wie vorher auch. Nur eigentlich sollten die Ladezeiten ja verringert werden. So habe ich das verstanden. Aber dem ist wohl nicht so. So, jetzt könnte ich mir hier noch einen Wolf quatschen, bis ich mal. Oh, ich kann rein. So, gucken wir mal. So, der Gegner ist schon in der Luft. So, ich werde natürlich jetzt hier meinen Zweiergeschwader hinschicken. Eigentlich ist er schon gespottet, sehe ich gerade. Und ungefähr hier sammle ich jetzt meine Flugzeuge. Ich sehe schon, der hat. Ich kann ja mal so einen Geschwader angreifen, obwohl, nee, das lasse ich mal einfach. Denn wie man sieht, sein Geschwader besteht aus 6 Jägern und offensichtlich sind die auch noch das bessere Flugzeuge. So dass meine einfach komplett nutzlos sind. Die sind wirklich komplett nutzlos.
Wenn ich jetzt da jemanden angreifen will, dann müsste ich natürlich ein Geschwader nehmen. Jetzt kommt wahrscheinlich das andere auch gleich noch rüber. Müsste ich also eins nehmen. Ja, also eins verbrauchen sozusagen, nur zum Blocken. Damit es meine anderen Jagdflugzeuge nicht angreifen, also meine anderen Bomberflugzeuge da. Weil anders würde das gar nicht funktionieren, ansonsten ist das unsinnig. So, ich werde jetzt mal ein Zeug hier rüber schicken. Ich werde ihn jetzt, also mein erstes Geschwader hier als Blocker benutzen. Dann will man gucken, wie lange das jetzt dauert. Okay, das sind sechs. Gut, das ist noch ein bisschen flack. Aber trotz allem, so eins habe ich abgeschossen. War ein Zufall jetzt. Und wahrscheinlich so ein Kamikaze-Angriff, so in der Art. So müsste man das sehen. Das ist ein Flugzeug, das greift überhaupt nicht an, warum auch immer. So, und jetzt hat er nämlich schon, wie man gesehen hat, unheimlich viele Flugzeuge von mir aufgeraucht. Und jetzt wird auch gleich noch das letzte Flugzeug verschwinden. Also, jetzt läuft es tatsächlich mal ein bisschen besser. Das ist wirklich ein Vorführeffekt. Zufall. Ansonsten waren meine. Der hat kein Flugzeug verloren, der Gegner. Und ich habe alle Flugzeuge verloren. Gut, jetzt werden wir aber natürlich auch hier mal rüber begeben. Obwohl, Moment. Eigentlich müsste ich meine zwei Nummer. Meine Flugzeuge müssen ja auch noch zurückkehren. So, wie man hier sieht, ist schon sehr, sehr viel Flak und noch. Also eigentlich ist das ja total bescheuert. Ich mache jetzt absichtlich auch so ein paar dusselige Sachen. Einfach nur mal, um mal zu zeigen, wie schnell, wenn man das jetzt automatisch machen würde. Da zum Beispiel, hat man gerade gesehen, wenn man das jetzt automatisch macht. Ich bin leider nicht so gut im manuell abwerfen oder so. Aber wenn man das automatisch macht, der schmeißt also im... Hier, alle meine Gruppen werden gerade zerstört, bis auf eine. Doch, die eine wird auch noch bekämpft. Ich sehe nur gerade nicht. Ja, im Prinzip überhaupt nichts geschafft. Gar nichts geschafft. Und das ist schon lächerlich. Ich werde danach mal probieren, auch mit nur Jagdgeschwadern reinzugehen und ganz normalen. Der ist mal dabei. Also drei Jagdgeschwader sind das und hier ein Torpedo und ein Marinebombergeschwader. Die werde ich dann mal benutzen, weil das ist lächerlich. Es ist ja wirklich schon hardcore, wie schnell die hier verrecken. Ich meine, ich habe das noch nie gehabt. Ich bin auch schon mal dummerweise in wirklich viel Flakfeuer reingeflogen, weil halt so ein Pulkschiffe da war. Aber da habe ich nie so viele Flugzeuge verloren. Die Flugzeuge sind echt mies. Das ist kein Quatsch. Das ist nicht so, weil ich irgendwie ein Idiot alle sonst wohin schicke. So gut. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch so viele Flugzeuge. Ich habe ja unheimlich viele parat hier. Und das wohl nicht ohne Grund. So, trotz allem. Gucken, dass wir noch irgendwie was gerissen kriegen hier. Eben gerade war die Runde allein auch ein bisschen blöd, da war ich auch noch der Letzte. Ja, da blieb ich natürlich auch nicht lange. So, was haben wir hier? Er hat ja gerade mal zwei verloren. Tirpitz wäre eigentlich ganz gut. Wahrscheinlich will er mich jetzt schon angreifen. So, ich muss jetzt ein bisschen schneller sammeln hier. Komm, 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 mach hin. So, dann sammelt euch mal hier. Tatsächlich bin ich jetzt, das muss aber von jemand anders. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das sein, nochmal, sein gleich, das gleiche Geschwader ist wie eben. Der letzte hält ziemlich lange durch. Last Man Standing sozusagen. Und auch jetzt, er dreht wieder ab. Ich werde ganz viele Schiffe wieder, Flugzeuge verlieren, gehe ich mal davon aus. Guck mal, wie lange er jetzt durchhält.
Nein, eigentlich ist es wirklich schon lächerlich. So, ich werde versuchen, die noch abzufangen, na, den hier. Gruppe 6, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 5 sind unter Beschuss. Gruppe 2 sind unter Beschuss. Gruppe 4 sind unter Beschuss. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Ich bin jetzt auch schon mit zwei weggeknallt hier von meinen Leuten, ne? Gruppe 6, greifen Gegner an. Gruppe 5, nähern uns Ziel. Gruppe 5, kehren Sie. Also zwei Bombentreffer und einmal in Brand geschossen ist nicht viel. Gruppe 3, nähern uns Ziel. Gruppe 2, Ziel zerstört. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, kehren zurück. So, die will ich auch noch schnell mit hier. Ziel zerstört. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ende. Vielleicht schaffe ich es ja noch. So, meine Gruppe 2 ist schon wieder komplett weg. Klar, das ist total dusselige Spielen. Ich weiß das selbst. Vor allem, meine Torpedos wurden schon wieder zu früh ausgeklinkt. Und, ja, empfiehlt sich das wahrscheinlich doch echt zu üben, dass man das hier mal so hinbekommt, dass man manuell ausklinkt. Ich habe manuell ausklinken schon probiert, aber da habe ich eigentlich nichts getroffen. Deswegen ist es auch unsinnig für mich. Wie gesagt, ich habe schon, ich glaube, in der Independence habe ich es auch schon erwähnt. Jeder, der das kann, Respekt, ne? Ich bin da einfach, ich habe nicht die Geduld eigentlich auch, das ewig zu lernen. Und dabei muss ich das ja im Steel Ocean muss ich das ja auch machen. Da muss ich da läuft ja alles nur manuell da. Aber wie gesagt, von daher, da würde ich es gut finden, wenn die das übernehmen würden, dass schon wieder eins. Ich bin ja völlig beschwader und ich habe nur noch zwei hier. Ich lasse das mal da vorne. Wird er beschossen hier? Ja. Die haben eine ziemlich gute Flak, steht so. Okay, noch eins weg. Aber die sind hier so eng zusammen, trotzdem muss ich da rein. Ich muss da trotzdem rein. So. Ob wir jetzt hier noch was schaffen. Also wie gesagt, jetzt ist schon ein bisschen kniffliger hier. Bisschen mit spotten hier. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, behalte derzeitigen Kurs bei. Abra Canabra, komischer Name. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Ende. So, meine Gruppen sind leider immer noch nicht komplett in der Luft. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. So, alle sammeln. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 2. Und alle. Ja, ich bin hier irgendwie hin. Lass sie nicht abschießen. Ich meine, man hat hier schon gute. Meine Gruppe 2 ist weg, okay. Ich habe die zu lange hier in der Reichweite gelassen. Mein Fehler. Es ist auch schon ziemlich spät. Es ist schon echt nach ja, fast 4 Uhr morgens. Und ja, so verbringt man seinen Urlaub hier. ja, aber warum auch nicht? Ja, scheißegal jetzt. Auf jeden Fall, hier. So bescheuert klinke ich meinen Torpedos aus, wenn ich das manuell mache. Das sieht dann echt genauso aus. Und scheiße ist der langsam. Wir stehen unter Beschuss. Gruppe 5 sind unter Beschuss. Okay, meine Gruppen greifen an. Mal gucken, ob das jetzt was wird. Aber auch das Kombinierte. Die treffen zum Beispiel nicht sonderlich gut. Gruppe 6 greifen Gegner an. Gruppe 4 sind unter Beschuss. Gruppe 5 hier. Nähern uns. Ja, das war jetzt ein Zufall. Aber ich habe mit anderen, zum Beispiel mit Independence oder selbst mit Suyo und was da nicht alles davor war, habe ich viel, viel mehr. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Ende. Ja, die schicke ich jetzt auch alle zurück hier. Okay, eigentlich wollte ich sie nicht zurückschicken. Jetzt ziehe sie jetzt mal hier und muss ja gleich mal zusehen, dass ich hier nicht mehr irgendwo gegen fahre. Alle Stationen, Vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Aber wenn man mal guckt, ich habe nur 9 Flugzeuge abgeschossen und 4 Bombentreffer. Keinen einzigen Torpedotreffer. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Wahrscheinlich sollte ich mich auch mehr darauf konzentrieren, irgendwie. Einfach nur gegnerische Flugzeuge wegzuschießen.
Ich habe ja immer vermieden, so viele Jagdgeschwader zu nehmen, weil ich dachte mir, was ist, wenn alle Flugzeuge zerstört sind? Dann fliege ich die ganze Zeit immer mit einem Bomber hin und her oder wie? Gut, machen andere auch, aber ist ja trotzdem scheiße. So, irgendwer kappt da unseren Punkt. Heißt, ich werde vielleicht wohl besser versuchen, darüber zu fliegen. So, schick die anderen dann auch wieder her. Gruppe 6, bereit. So, jetzt haben sie es eingenommen. Das heißt, ich muss ja zusehen, dass ich jetzt das dann auch gleich irgendwie noch überfliege Gruppe 6 in der Luft. und zusehe, dass die ganzen, dass ich da irgendwas aufdecke. Also wo immer da sie sein wird, ich könnte mir gut vorstellen, dass da ein Zerstörer ist. Gruppe 5, behalte derzeitigen Kurs bei. Gruppe 6, warte auf Anweisungen. Also überfliege ich Ende. das jetzt mal Gruppe eben. 3, warte auf Anweisungen. Ende. Der eine Kollege will da auch schon hin. Muss ja irgendwie was aufdecken hier. Okay, jetzt ist er weg. Wer auch immer das gewesen ist, er ist nicht mehr da. Gut, jetzt versuche ich hier nochmal mein Glück. Aber wie man sieht. Die Flak, die zerstört wirklich viele. Ich meine, sehr einfache Flak. Ich habe das ja auch bei. Oh Gott, der wurde die ganze Zeit beschossen. Ah, bleib bloß am Leben. Ich brauche doch wenigstens noch einen Kill. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Gucken wir mal, wie es läuft. Jetzt ist er nicht mehr im Cap-Bereich. Doch, er Cap Gruppe wieder. 5, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 3, nähern uns Ziel. Gruppe 4, greifen Gegner an. Gruppe 6, greifen Gegner an. Gruppe 6, kehren zurück. Gruppe 5. So, Gruppe 6 hat voll Ziel. versagt, und man Gruppe sieht auch 3, wieder, da gehen die Torpedos zurück. vorbei. Gruppe 5, kehren zurück zum Schiff. So, eine Gruppe komplett zerstört. So, und jetzt hat der andere den Kollegen zerfetzt. Da sieht man mal, was er für eine krasse Flak hat. Der hat die alle weggefeiert. Jetzt hier. Ich meine. Puh, das ist echt knifflig. Das ist echt knifflig hier. Aber wie gesagt, danach probier ich mal halt, wie gesagt, mit drei Jägergeschwadern und nur zwei, je einem Torpedo- und Marinebombergeschwader. Vorhin hatte ich auch ein Match, da waren auch so viele Jäger in der Luft, da bin ich echt an den Gegner rangefahren. Damit meine Flugzeuge theoretisch nur 1 Kilometer oder 2 Kilometer fliegen müssen. Ich war kurzzeitig, wurde ich ignoriert, da hat sich keiner für mich interessiert. Später wurde es dann halt ein bisschen blöder. War dann doch mehr unterwegs. So. Auch wieder blöd, ich habe das Jägergeschwader da gesehen. Und wir haben ohnehin gewonnen oder verloren? Ja, wir haben verloren. Das ist natürlich auch blöd. So, ich gucke mir trotzdem mal die Teamwertung an. Ich weiß, dass es sehr schlecht war. Ja, das war echt nicht gut. So, der Gegner, wo war er denn? Independence. Gut, der war noch schlechter. Okay, wie auch immer er es geschafft hat, noch schlechter zu sein. Er hat es jedenfalls geschafft. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich mich mal bereit für die nächste Runde. Also bis gleich denn. So, wie angekündigt, jetzt mit 3 Jagdgeschwadern. So, mein Gott, hat der viel Zeugs unterwegs. Guck dir das an. So, die anderen werde ich hier packen. So, und werde dann auch wirklich gleich mal anfangen. Ich werde also die ganze Zeit. Ich versuche in Bewegung zu bleiben. Die anderen schicke ich nur los, wenn
wenn die Luft rein ist, also wenn jetzt zum Beispiel Gegner re relativ nah sind und so. Weil vorher lohnt sich das irgendwie für mich nicht. Ich will jetzt also mit den drei Geschwadern, die hier abfangen. Ich werde mich jetzt also nur darauf konzentrieren, überwiegend Flugzeuge zu zerschießen. Ich werde natürlich jetzt nicht die ganze Zeit verfolgen. Gruppe 4 sind unter Beschuss. So, ich muss jetzt mal hier rüber fliegen. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Ich gehe davon aus, er hat noch gar nicht abgeworfen. So, hier haben wir eins seiner Geschwader, das werde ich gleich mal wegnehmen. Gruppe 3 sind unter Beschuss. Und er versucht zu flüchten, auch nicht so doof. Ich werde also jetzt hier wieder zur Insel zurückfliegen. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Und die beiden will ich jetzt auf eins dieser Schiffe schicken. Jetzt kommt er hier ran, also jetzt muss ich auch mal zusehen, dass ich was abschieße hier. Ich will mal sehen, wie viel ich verliere. Noch keins. Gruppe 4, Ziel zerstört. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Ende. Ach hier, cool. Gruppe 2, sind unter Beschuss. Gruppe 5, warte auf Anweisungen. Ende. Also bisher habe ich ein Flugzeug verloren. So, man muss natürlich sehr, sehr viel hin und her klicken hier. Klick mal zu D rüber. Wie man sieht, ich fahre hier unten nur Kreise, das habe ich so eingestellt jetzt. Ich denke mir, irgendwo muss er ja seinen Scheiß wieder haben. Okay, noch ein Zieltreffer. Immerhin. Gut, da habe ich jetzt gespottet. Ich könnte zurückschicken. Ich habe ja noch 17 Jäger. Aber ich denke mir, okay, schick die nicht ständig hin und her. Oder nicht immer zurück zum Schiff, weil ich brauche die ja hier auch. Ich fliege mal hier hoch. Aha, er hat es jetzt also so gemacht, dann will ich sie jetzt hier einfach so abfangen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Gruppe 5, startklar. Also tatsächlich wäre mein Ziel, so viel wie möglich zu zerstören. Die fliegen jetzt blöderweise zurück. Ich weiß nicht, ob ich noch schaffe, die abzufangen. Okay, zurück. Ich werde sie jetzt aber hier so behalten erstmal. Ah, komm hierher mit dem scheiß Jagdgeschwader. Er versucht zu flüchten. Das ist ein kleiner Sack. So, jetzt hat er doch schon einige, beziehungsweise... Beziehungsweise er nicht selber, aber... Will jetzt echt abhauen. Oh, Spaß. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir die hier kaputt kriegen. Ich muss übrigens wegfahren. Gruppe 2 sind unter Beschuss.
2, Ziel zerstört. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ich schicke sie einmal zurück. Kehren zurück zum Schiff. Gruppe um sie 3, letzten Endes nur zurück. Aufzufüllen. Gruppe 5, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 6, warte auf Anweisungen. Was schreibt er da? Keine Ahnung. Kann man schon reden. Ist der Typ hinter mir? Ja. Läuft auch nicht so prickeln, nicht so wie ich dachte. Und da die alles zusammenfahren, ist das Problem, die schießen mir alles weg. Aber gut, wir haben nur über 11 Minuten Zeit. Und da sind schon die nächsten Torpedos. So. Es ist alles nicht so super spannend, aber ich muss trotzdem ja schauen, dass ich irgendwas hier gebacken kriege. Ich will jetzt rausfinden, wo er seinen Scheiß hat. Gruppe 6, nähern uns Ziel. Gruppe 6, kehren zurück zum Schiff. Und dann habe ich ihn gefunden. Und das war's auch schon wieder. Auch nicht so prickelnd gelaufen. Schon wieder verloren. Eigentlich ist das echt scheiße. Ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt. Einen Torpedotreffer, einen Bombentreffer. Lächerlich. 15 Flugzeuge abgeschossen und wahrscheinlich vorletzter im Team. Nicht ganz, aber trotz allem, also dieser Flugzeugträger ist für mich bisher der schlimmste. Die anderen waren alle in Ordnung. Hosho war eigentlich in Ordnung, Suyo war in Ordnung, Bogue sowieso, Independence auch okay, auch wenn ich da nicht ein gutes Match hingelegt habe, aber die Ryo ist totale Scheiße. Für mich ist die totale Scheiße. Also, weiß ich nicht. Gut, jetzt bin ich auch schon ein bisschen lahm im Kopf, ne, aufgrund der Uhrzeit, aber trotz allem, also gefällt mir überhaupt nicht. Würde ich auch kein zweites Mal fahren, ehrlich gesagt, jetzt. Also ich fahre den jetzt nur, bis ich den nächsten Flugzeugträger frei erforschen kann. Und dann hat sich das Ding hier für mich erledigt. Bloß verkaufen, abwracken und fertig. Also, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, warum auch immer. Keine Ahnung, was ist immer nicht. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, haut rein, Leute. Ciao, ciao.